So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu einem ganz neuen Format. Guten Morgen, DAX. Soll auch ein ganz kurzes Webinar sein. Komplett das Gegenteil zu dem, was man normalerweise gewohnt ist zum oder aus dem Morning Meeting zusammen mit mir. Ab 10:30 Uhr, was hier genau an der gleichen Stelle stattfinden soll. Guten Morgen, DAX, das Format. Das hat zum Ziel im Grunde genommen die Markteröffnung im DAX kurz vor der Markteröffnung kurz mal zu thematisieren, wie ist der Blick auf den Markt und welche Möglichkeiten können sich da vielleicht tradingtechnisch ergeben. Passend zum Start mit diesem neuen Format natürlich ein, ja, vornehm gesprochen, eine Monstereröffnung dank der Meldung hier, dass die E-Mail-Affäre rund um Clinton ganz offensichtlich kein so großes Thema zu sein scheint, dass es dort keine Neuigkeiten in irgendeiner Form gibt. Jetzt muss ich allerdings an der Stelle ganz ehrlich sagen, das überrascht mich persönlich gar nicht, diese Meldung. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, das, was wir hier im DAX sehen zur Markteröffnung, dieses monströse Gap möchte man jetzt schon fast sagen, von hier in diesem Fall da oben 150 Punkten, das ist ganz wichtig. Also die Open Range, die habe ich natürlich jetzt noch nicht so dargestellt, wie man sie aus dem Morning Meeting kennt. Ja, also da müssen wir noch warten, da brauchen wir eigentlich 9:05 Uhr, es ist ja 8 Uhr, es ist 8:52 Uhr. Das bedeutet also im Umkehrschluss, da muss ich jetzt noch abwarten, das, was man jetzt hier gerade sieht mit diesen zwei violettfarbenen Linien und auch diese blaufarbene Linie, die kann ich erst in roundabout 10, 15 Minuten tatsächlich dann nicht exklusiv, sondern ganz genau akkurat darlegen. Aber ich kennzeichne jetzt hier trotzdem mal die Eröffnung heute früh. Also 10.428 Punkte waren es ungefähr. Das Hoch von Freitag, das lag in diesem Bereich, so ungefähr hier war es, ja, also das war 10.313. Vielleicht muss man da sogar noch ein bisschen, Moment mal, 4.11., ja, haut hin, vielleicht bietet es sich vielleicht sogar an, die 10.278 zu nehmen, hier dieser Bereich ungefähr, dieses Hoch als signifikant zu erachten. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben deutlich oberhalb dieses Hochs eröffnet. Alles weitere zu diesem offenen Gap, wie gesagt, Morning Meeting 10:30 Uhr, ebenfalls hier auf dem Guidance Stream. Wir wollen, wie gesagt, nur kurz mal die technische Seite beleuchten. So, was ist jetzt zu erwarten? Was ist daraus eigentlich zu machen aus dieser Markteröffnung? Oder beziehungsweise, was ist jetzt erstmal aus diesem echten Gap zu machen? Also 150 Punkte Gap, das ist schon mal eine Ansage. Es zeigt ganz offensichtlich, dass der Markt jetzt, wenn man es ganz plump formuliert, erwartet, dass Clinton gewählt wird. Trump würde ein enormes Risiko für die Finanzmärkte bedeuten. Hat er schon gezeigt, als die Affäre aufgerollt wurde, das war vor 1,5 Wochen ungefähr, also jetzt letzter Freitag, eine Woche davor. Der Markt ist stark unter Druck geraten. Der Markt war, DAX war kontinuierlich Brief. Ja, der US-Dollar hat massiv abgewertet in der letzten Woche. Die Erwartungshaltung des Marktes ist die, vielleicht sogar, dass Trump Janet Yellen absetzt, man weiß es nicht, dass man aber vielleicht eine Zinsanhebung rauszögert und dergleichen. Also das ist ein enormer Unsicherheitsfaktor. Jetzt kommt eben diese Meldung, die Clintonsche E-Mail-Affäre, die ist halt erstmal kein Thema mehr. Ja, das FBI hat das Verfahren jetzt eingestellt, mehr oder minder, so kann man es schon fast sagen. Also da sind keine neuen Erkenntnisse gewonnen worden. Infolgedessen reagiert der Markt natürlich sehr bullisch. Anders formuliert, wenn du solch eine Eröffnung siehst, dann ist eigentlich ein Gap-Close-Trade jetzt keine Option. Also ich will sowieso in dem aktuellen Marktumfeld mich nicht positionieren. Ich werde schauen, also wenn überhaupt mich long positionieren würde, würde es aber auch derzeit wirklich als unwahrscheinlich erachten, dass ich eine Position eingehe jetzt in den kommenden 2 Tagen, vielleicht sogar über Nacht schon gar nicht. Das Risiko von solchen Gaps ist überhaupt gar keine Option. Man erinnert sich vielleicht an meine Ausführungen dort am Freitag, wo ich auch sagte, das Risiko von Gaps übers Wochenende. Auch die Woche davor schon mit der E-Mail-Affäre um Clinton, wo ich kurzzeitig noch eine Position im Dollar-Yen gehalten habe, wo ich sagte, ich war eigentlich relativ froh, dass ich ausgestoppt worden bin. Können wir kurz auf den Dollar-Yen gucken, damit man mal so eine Vorstellung davon hat. Wir reden hier vom DAX, ja, Devisenmarkt, Gaps sind da sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dennoch ist ein massives Gap aufgetreten. Es wäre gut, wenn das jetzt mal ganz kurz plopp macht. So, ja, diese massive Eröffnung hier, also wir sind um 103 rausgegangen aus der Handelswoche und um 104 haben wir eröffnet, notieren aktuell bei 104,50. Das wäre jetzt ein Gap in meine Richtung gewesen, weil ich Dollar-Yen long war, aber Fakt ist einfach mal, die Gefahr,
die solche Wochenenden jetzt mittlerweile beinhalten, kurz vor der US-Wahl und bei dieser Schlammschlacht, sollten dann eben, das zeigt perfekt, warum ich da diesbezüglich mich einfach zurückhalten möchte. So, ganz kurz und knackig zum DAX. Also, wenn wir den DAX traden, wenn ich den DAX traden würde, würde ich ihn nur von der Long-Seite handeln wollen. Und bei einem Bruch hier an der 10.431, hätte man mit dem Stop auf der 10, und da sieht man schon, 10.381 ist es ungefähr, da haben wir 50 Punkte. Also das ist schon jetzt eine riesengroße Range, in der wir hier zur Eröffnung im Grunde genommen handeln. Wir müssen uns immer vor Augen führen, aktuell hat nur der Terminmarkt offen, der Future DAX wird gehandelt zwischen 8 und 9 Uhr. Das ist schon relativ satt, und wenn wir es eine Stunde jetzt betrachten, wir sehen eine sehr harte Reaktion natürlich jetzt auf diese News gegen diesen Unterstützungsregion hier. September-Tief sind es ungefähr. Der Markt reagiert sehr, sehr hart. Ich hatte eine Analyse vorbereitet, die ich natürlich komplett revidieren musste jetzt. Wir sehen halt hier, ich habe gesagt, wir haben das Potenzial für eine Gegenbewegung, aber keine so große. Da habe ich noch nicht mit einkalkuliert, dass da vielleicht eine Meldung rund um Clintons E-Mails kommt. Also Markt eröffnet sehr stark jetzt oberhalb auch hier dieser Oktober-Tiefs, die wir ja am letzten Mittwoch fast, glaube ich, dann unterschritten hatten, genau. Und nächstes Kurs, die sieht man auf der Oberseite, ist die 480 bis 500er Region. Also habe ich hier kenntlich gemacht. Das ist jetzt kein hyper signifikantes Level, aber es reicht aus als Ziel auf der Oberseite. 580, 630, darüber das Ziel. Das wären also die Kursziele auf der Oberseite. Was ich jetzt hier spielen würde, wäre tatsächlich die ganz offensichtliche Haltung des Marktes. Also es wäre quasi eine Art Sentiment-Trade, könnte man schon fast sagen. Der Markt spielt aktuell, Clinton wird Präsident in den Vereinigten Staaten. Ich persönlich glaube, es hat nichts geändert. Dazu mehr, wie gesagt, im Morning Meeting, 10.30 Uhr. Das bedeutet, anders formuliert, wenn die Open Range steht, wo wir, wie gesagt, bis um 9.05 Uhr warten, also jetzt von jetzt noch ungefähr 10 Minuten, und der Markt macht jetzt hier keine höheren Hochs, könnte man sich überlegen, die 4.30 Long zu traden. Ziel wäre 4.80 ungefähr, Stop-Läge hier auf der 3.81, CRV wäre 1:1. Da weiß man aber schon, das ist nicht meins. Also Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 ist ein absolutes No-Go schon fast, will ich sagen. Ich weiß, dass ich mit sowas in meinem Trading Schwierigkeiten hätte, profitabel zu werden, weil die Trefferquote eben nicht 50%, sogar ein bisschen drunter liegt sogar, also Pi mal Daumen 40%, ja, inklusive der Break-Even-Trades gerechnet, 45%, wenn es mal richtig gut läuft, da schaffst du mit dem CRV einfach keinen positiven Erwartungswert, bist mit dem Trading nicht profitabel, daher ist das für mich kein Szenario. Das kommt noch ergänzend hinzu, zu, wie gesagt, dieser Unsicherheit, die dir gerade im Markt ist, ja. Und das war ein kurzer Blick jetzt mal auf den Markt. Ich hoffe, hab einen kleinen Eindruck gewinnen können. Heute, wie gesagt, ein bisschen mit Schmackes, ja, in die Woche gekommen. Also Premiere zu diesem kleinen neuen Format, was wir uns hier ausgedacht haben. Und der Markt gleich mit einem 150-Punkte-Gap. Wie gesagt, da gibt es auch sicherlich ruhigere Eröffnungen. Da können wir dann auch mal innerhalb der 5 Minuten sicherlich ein bisschen schöneres Setup vielleicht formulieren. Das ist jetzt heute eine etwas besondere Situation. Wir hören uns um 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Und ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Bis dahin lesen wir voneinander in diversen Chatboxen, entweder auf dem Guiding-Stream hier oder bei mir in der Chatbox oder auf Twitter oder. Also es gibt genügend Möglichkeiten, sich da auszutauschen. Schauen wir mal, was die Markteröffnung bringt. 10.30 Uhr hören wir uns dann wieder. Und dann gucken wir uns an, wo die Open Range steht. Und dann gucken wir mal, ob sich vielleicht doch irgendein Setup ergibt. Also habt euch wohl, viel Spaß und bis 10.30 Uhr dann. Macht's gut und tschüss.